Wings of Redemption ist ein amerikanischer YouTuber und Streamer, der nach und nach sein ganzes Leben und seine Freunde durch seine arrogante Art und seine Unfähigkeit mit Kritik umzugehen weggeworfen hat. Heute schauen wir uns an, wie er seine Karriere komplett gegen die Wand gefahren hat und zu einer der meistgehassten Personen im Internet geworden ist. I just can't do it. I can't take this shit no more, man. Ich bin euer Host, Prinz Markus. Ui, ist der geil! Sonnenbrand. Ich. Keine Ahnung, wovon du redest. Das, meine Freunde, ist der Aufstieg und Absturz von Wings of Redemption. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht's um Wings of Redemption. Das Thema wurde unter meinem Chris Champ Video sehr oft vorgeschlagen, weil die Story eigentlich ziemlich starke Ähnlichkeiten hat. Genauso wie die Story vom Drachenlord. Aber keine Sorge, das ist jetzt keine Serie irgendwie, wer ist das größte Opfer im Internet? Wenn es so wäre, dann wird es jetzt um Skurrus gehen. Free Andrew Tate! Jedenfalls fängt die Story so an, wie jede gute Story anfangen muss. Nämlich mit COD. Wings of Redemption hat 2008 aus Langeweile angefangen, Call of Duty Commentaries auf YouTube hochzuladen, nachdem er seinen Job verloren hat. Zu der Zeit hat es eigentlich kaum richtige YouTuber gegeben, sondern halt nur ein paar Leute, die irgendwelche Sachen hochgeladen haben. Das heißt, du konntest dir halt auch relativ schnell mit einer Scheißqualität eine Community aufbauen. Meistens ist es halt so, dass du mit einer schlechten Qualität anfängst und dich dann immer wieder über die Jahre einfach steigerst. Bei Wings war das aber nicht der Fall. Er war eigentlich immer ganz zufrieden mit seinem normalen 0815 Commentary-Style, was ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes ist. Oder was heißt 0815? Was wird Marko Arnautović jetzt sagen? Ich will kein Getränk machen, das was 0850 ist. Das bin ich nicht. Ich glaube, jeder hier im Raum trinkt natürlich ein Gläschen. Wenn du, keine Ahnung, jetzt bei einer Hochzeit bist oder du hast einen romantischen Abend mit meiner Frau, dann trinkt man natürlich ein Gläschen. Ah, ich glaube, jeder hier im Raum möchte ein romantisches Dinner mit meiner Frau. Es ist zu gut einfach. Ja, jedenfalls zeigt es halt seinen extrem faulen und leistungsschwachen Charakter, der im Endeffekt auch sein Leben ruinieren sollte. Das ist aber nicht seine schlimmste Eigenschaft. So, wenn es eine Sache gibt, die du im Internet nicht machen darfst, was ist es? Nicht permanent auf Hate zu reagieren. Bestes Beispiel dafür, Rainer Winkler Drachenlord oder Chris Chan oder kennt ihr noch diese Paulana? Hallo meine lieben Fritten, heute kommt ein Video für meine Hater. Heute wird abgerechnet. Ich glaube, die kommt sogar hier irgendwas dagegen bei mir. Also im Fachbereich nennt man so eine Person eine Lolcow. Ein Internetnutzer lädt zum Beispiel ein Foto oder Video von sich auf einer sozialen Plattform hoch. Der Nutzer möchte einen wertvollen Moment teilen, sein Können oder eine attraktive Seite von sich zeigen. Beim Hochladen des Beitrags ist für den Urheber nicht ersichtlich, dass andere darüber lachen könnten. Die Netzgemeinschaft hingegen findet den Beitrag zum Lachen. Nicht unbedingt, weil er besonders humorvoll ist, sondern aus Schadenfreude oder anderen niedrigen Beweggründen. Den Lachreiz auslösen können Äußerlichkeiten, Bewegungen oder Aussagen. Das ungehemmte Lachen wird durch das Akronym LOL zum Ausdruck gebracht. KO steht für etwas Lustiges, das nicht an Unterhaltungswert einbüßt, egal wie oft es angeschaut wird. Ähnlich einer Kuh, die immer wieder gemolken wird. Es ist wie wenn du einem Kind sagst, ja, sag nicht das Wort Orangensaft. Was wird das erste sein, was das Kind macht? Frag nicht, was für Saft? Wisst ihr, wenn man sich im Internet bewegt und halt ein bisschen so für Traction sorgt, dann bekommt man einfach, egal was man macht, Kommentare. Bei mir hat mal einer kommentiert so, ja, ich bin die attraktivere Version von Gurkensohn. Shoutout geht raus an den Erfinder von dem Meme, keine Ahnung mehr, wer das war, aber ich habe das jetzt immer wieder in meine Videos so eingebaut, weil ich finde das halt selber witzig, weißt du? Aber manchmal, weißt du, da komme ich auch, da muss ich euch ehrlich sein, da komme ich auch einfach an mein Limit. Da sage ich euch, wie es ist, ja? Da wäre ich auch gut und gerne mal rot vor lauter Zorn. Da hat halt wirklich einfach mal einer kommentiert unter meinem Video so, ja, Bruder, du schaust aus wie Kerstin Ott. Digga, willst du mich verarschen? 1000 Gramm Ott, Alter. Kerstin Ott, an der Stelle, Shoutout, ich mag zwar keinen Schlager, aber du siehst sehr gut aus. Aber kommen wir zurück zum Thema. Abgesehen von seiner Faulheit und der Unfähigkeit, mit Kritik umzugehen, hat es einen bestimmten Punkt in der Timeline von Wings of Redemption gegeben, der einfach in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Vielleicht kennen von euch ein paar den YouTuber Syndicate. Der hat damals auch viel COD gemacht, aber halt hauptsächlich so Black Ops Zombies. Wer in der Schule gut aufgepasst hat, der weiß, dass man in Zombies halt nicht gegen andere Spieler online spielt, sondern du spielst halt gegen im Spiel generierte Zombies. Wings und Syndicate waren gemeinsam in einem Livestream und Wings hat die ganze Zeit gegen Syndicate geschossen, von wegen, ja, wenn ich Zombies spielen würde, dann wäre ich viel besser als du und was weiß ich was, obwohl halt Syndicate so einer von den besten Spielern halt auf der ganzen Welt ist. Und Wings hat halt gemeint so, ja, Digga, wenn du 1 gegen 1 spielen würdest, einfach online, gell, dann würdest du komplett auf die Fresse bekommen. Und deswegen haben sie sich geeinigt, dass sie genau das machen. Ein 1 gegen 1 in COD 4 auf einer der geilsten Maps, die es je gegeben hat. Bock, ich liebe diese Map. Shoutout Bock. Und was in dem Match passiert ist, das schauen wir uns jetzt an. We always say no. And Syndicate's up 3-1. Die. Almost hit its target. Oh my god. You know where he is. Game on. 6-3 Syndicate. Oh, here it is. Just proud.
Dude, he's just fucking hiding. He's not doing a good job. Oh, clutch grenade. Yeah, I'm there. Commentator showed. I knew that was a tough lobby to do well. Wings, are you in the game? I broke my controller. You broke your controller? Yeah, keep fucking laughing, you. Oh, don't fucking days. Suck. Why the fuck you streamed that shit? It was your idea. Naja, er hat schon recht. Das Ding ist, die Regeln für das Match haben eigentlich einen Vorteil für Wings gebracht. Plus, der Server war in Amerika, da wo er halt herkommt. Und Syndicate war in England. Und das heißt, er hat halt ein bisschen mehr Lag, ein bisschen mehr Verzögerung. In COD ist es halt wirklich so ein sehr großer Faktor, halt, wo der Server steht. Das heißt, Wings hat, nachdem er Syndicate im Stream die ganze Zeit beleidigt und runtergemacht hat und ein für ihn aufgelegtes COD-Match verloren hat, wie ein kleines Kind reagiert. Am Tag danach hat er ein Video hochgeladen, in dem er sich selbst als das Opfer darstellt und erklärt, warum das ja alles so unfair war und so. Und versteht's mich nicht falsch, man kann ja auszucken und einmal die Nerven wegschmeißen, gerade bei so einem Spiel wie COD, aber es hat sich halt immer und immer wieder wiederholt. Bei jeder Kleinigkeit hat er Freunde oder andere YouTube-Kollegen von ihm einfach geblockt und nie wieder mit denen geredet. Die Dislike-Ratio auf seinen Videos ist halt immer und immer schlechter geworden und ein Zuschauer hat sogar $5,000 auf den Gewinner von einem Rematch gewettet, sollte es halt zu so einem kommen. Wings hat Syndicate angeboten, das Rematch zu faken, das Geld anzunehmen und untereinander aufzuteilen. Der hat sich aber alles andere als darauf eingelassen und hat stattdessen die ganze Konversation mit Wings of Redemption geleakt. Frag nicht, was für Saft? Es war Arsch, okay? Gerade in der Zeit hat Wings angefangen, sehr viel Frust zu essen und dann immer und immer mehr zuzunehmen. Statt 3 Videos am Tag hochzuladen, hat er dann nur noch sporadisch hochgeladen und anstatt, dass er den Rat von anderen YouTubern annimmt, you've kind of just been the same guy for like 5 years. You know what I mean? Maybe it's time to reinvent yourself. Hat er einfach genauso weitergemacht wie vorher. Einige von euch kennen wahrscheinlich noch den YouTuber FPS Russia. Der hat damals extrem viele Videos mit so unterschiedlichsten Waffen, also weißt du, MP5, keine Ahnung, AA-12 und irgendeinem Flammenwerfer gemacht. Das war fucking crazy. Das war der Shit auf YouTube. Da muss man auch einmal so ehrlich sein und sagen, Digga, das war einfach einer der besten Kanäle auf fucking YouTube. Alright, let me show you how a man uses a flamethrower. Ich hoffe, ihr wusstet das, aber der Typ ist actually gar kein Russe, also der kommt aus Amerika und heißt Kyle. So like 80-90%, they don't fucking know and they don't care. They think I'm a Russian commando, so let them. It's more fun that way. Falls ihr gerade eure Kindheit zerstört habt, dann... Ups. Jedenfalls hat der Typ, also FPS Russia, damals ein 30-tägiges Bootcamp für Wings of Redemption geplant, wo er halt bei ihm zu Hause wohnt und er ihn jeden Tag trainiert. Das Ziel war es, 22 Kilo abzunehmen und den Kanal halt mit diesem neuen Format wiederzubeleben. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Nach 2 Wochen hat Wings fast aufgegeben und hat sogar, glaube ich, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Tage geskippt. Aber dann ist er wieder zurückgekommen und es sah, ähnlich wie Kerstin Ott, sehr gut aus. Ein paar Monate später haben Wings, Kyle und 2 andere Freunde eine Art, weiß ich nicht, so Survival-Tour geplant, halt, wo sie in den Wald gehen und halt, weißt du, so 7 vs. Wild, nur halt mit 4 Leuten. Die haben da halt Equipment gekauft, die haben sich körperlich fit gehalten, die haben YouTube-Tutorials geschaut. Hello guys, welcome back to another tutorial. Wings hat dann aber am Abend vom Vortag abgesagt, was halt eine komplett beschissene Aktion ist, vor allem halt, weil sie das seit Wochen geplant haben. Und wieder mal hat er die Chance, endlich mal was Neues auszuprobieren, weggeworfen. Ein Freund von Wings namens Drew ist Personal Trainer und der hat ihm eben angeboten, dass er ihn for free coacht, damit er halt weiterhin Gewicht abnimmt. Sie haben das sogar ein paar Monate lang durchgezogen, bis Wings irgendwann mal keinen Bock mehr einfach hatte und aufgegeben hat und er hat wieder Gewicht zugenommen. Wings hat nach ungefähr 8 Jahren YouTube endlich mal versucht, seinen Content ein bisschen mehr abzugraden. Mehr Schnitte, mehr Effekte, mehr Animationen, den ganzen Spaß halt. Aber er hat halt bemerkt, nach relativ kurzer Zeit, dass sich halt seine Aufrufe kaum geändert haben. Kaum bis gar nicht. Er hat aber viel weniger uploaden können, eben weil er so viel Mühe und Zeit reingesteckt hat. Deswegen hat er einfach drauf geschissen und wieder normal weitergemacht. Wie viel der Neustart ist es jetzt? Schau, die Klicks waren im Keller, das Geld ist langsam knapp geworden, aber aufgeben wollte er trotzdem nicht. Was ist also eine gute Alternative, wenn du eben eine bekannte Persönlichkeit bist, aber nochmal einen Neustart brauchst auf einer neuen Plattform? Ganz richtig,
OnlyFans. Twitch, ich meine Twitch, okay? Damit hat er angefangen, mit Twitch. Aber relativ erfolgreich sogar. Er hat um die $5,000 im Monat gemacht, Antidepressiva genommen und Geld für eine Magenverkleinerung angespart. Nachdem er seinen Content jetzt aber live aufgenommen hat, heißt das, er wurde immer und immer wieder gestreamsniped. Das bedeutet einfach, Leute schauen deinen Livestream und während sie das halt mitverfolgen, joinen sie deinem Server, um dich halt abzufucken. Can you please stop, dude? Honestly, can you stop, Kudzo? Like, why are you doing this to me? Real talk, why? I don't know when I'll stream again. I really need to make this fucking money. I really wanted to get this fucking surgery, man. I wanted it so fucking bad. I just can't do it. I can't take this shit no more, man. Die Community war sich eigentlich sicher, dass selbst wenn er das Geld dazu gehabt hätte für die Magenverkleinerung, hätte er sie nicht gemacht, sondern er hätte es stattdessen aus dem Fenster geworfen. Aber... Frag nicht, was für... Und, Alter. Ich mach's kurz. Wings hat tatsächlich die Magenverkleinerung machen lassen, und zwar in Mexiko. Er meinte, er hat um die 60 Kilo abgenommen, was man ihm auch anfangs angesehen hat. Allerdings hat er das über die Jahre dann auch wieder zugenommen, also... Meme-Accounts sind aufgetaucht, die Best-Offs aus seinen Streams und Remixe von seinen Aussagen hochgeladen haben. Soweit ich weiß, streamt Wings of Redemption heute immer noch, also sehr, sehr sporadisch, und er hat vor, noch eine Operation machen zu lassen, irgendwas von wegen, dass er keinen Zucker mehr verarbeiten kann oder so. Aber ja, meine Freunde, lasst mich auf jeden Fall gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Abonniert Kerstin Ott. Na, lasst mir auch gerne ein Like da, das mir gerne ein Abo dafür, die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.